Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Bioshock. Oh, ich hab Bock. Und wie ich Bock habe. Nach ein bisschen längerer Zeit mal wieder. Und ja, wir wollen wissen, was hinter der Tür ist. Dann klingeln wir einfach mal an. Halt die Augen auf Steinman offen. Der bescheuerte Mistkerl hat sich in der Chirurgie eingenistet. Wenn du ihn finden willst, brauchst du einfach nur der Blutspur zu folgen. Above all... Do no harm? Stimmt das? Ja. Steinmann. Okay. Das sieht doch alles sehr vielversprechend aus. Adam stellt einen Experten vor ganz neue Probleme. Wenn die Werkzeuge besser werden, werden auch die Erwartungen höher. Es gab eine Zeit, da war ich damit zufrieden, warzend. Denk dran, es gibt einen knackigen Kurzschluss bei den ganzen Maschinen da, wenn du sie mit dem Elektroball triffst. Ich habe Angst, dass hier einer ist. An der Oberfläche erwarten die Parasiten, dass der Arzt sie umsonst heilt. Und von den Bauern wollen sie aus Nächstenliebe mit Nahrung versorgt werden. Der Parasit unterscheidet sich nur geringfügig von dem Perversen, der auf der Suche nach einem Opfer umherstreift, das er zu seinem entarteten Vergnügen missbrauchen kann. Okay, ich finde ja ein Tagebuch nach den anderen, immerhin, aber... Ich war im Straflager und erst 16 Jahre alt, als ich erkannt habe, dass meine Liebe der Wissenschaft gehört. Ein Arzt hat an vielen von uns wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Manchmal hat er dabei Fehler gemacht. Wenn ich ihn darauf hingewiesen habe, ist er zornig geworden. Dann hat er gefragt, woher ein Kind wie ich sowas wissen kann. Ich habe ihm gesagt... Manchmal weiß ich es einfach. Da hat er geschrien. Du musst es mir ja nicht sagen. Nun ja, habe ich gesagt. Wenn sie schon sowas machen, sollten sie es wenigstens ordentlich. Ah! Wo kommst du her? Frau! Mensch! Ich habe keine Munition mehr, sehe ich gerade. Shit. Shit. Da ist noch einer. Hey, ich sehe euch beide, ihr Penner. Der Typ schießt mich an. Achso, der ist tot. Okay, ich wusste nicht, dass der tot war. Ich dachte, der lebt noch. Ich wollte das sagen. Bitte. Wollt das Tagebuch hören? Mensch, Freunde! Ich habe davon Kenntnis erhalten, dass einige Bewohner Mittel und Wege gefunden haben, die Ausgabeautomaten zu manipulieren. Es scheint bedauerlicherweise notwendig zu sein, die Einwohner von Rapture daran zu erinnern, dass die Marktwirtschaft das Fundament darstellt, auf dem unsere Gesellschaft beruht. Parasiten werden bestraft. Ja, das glaubt nur der. Ja, ich habe ein bisschen Geld. Verbandsgästen, also. Panzerbrechend ist schon geil. Und auf jeden Fall noch mein MG. Gut. Ich hätte es auch hacken können, dann hätte ich das alles für billiger bekommen, aber. Naja. Da ist er. Oh, ich habe sogar bekommen. Okay. Medical Pavilion dein Revier ist, Diamond. Aber streng mal deine grauen Zellen an. Das Meerwasser ist arschkalt. Wenn die Rohre nicht heiß werden, frieren sie ein. Und wenn sie einfrieren, platzen sie. Und wenn sie platzen, gibt's den Rapture Wassereinbruch. Mir ist schon klar, dass du ein ziemlich eingebildetes Arschloch bist. Und ehrlich gesagt ist es mir auch schlurzpiep egal, was du machst, wenn keiner hinguckt. Aber wenn Rapture anfängt voll zu laufen, hört der alte Kasten so schnell nicht wieder damit auf. Dann werde ich Ryan persönlich davon unterrichten müssen, dass er das dir zu verdanken hat. Okay, hier scheint nicht sehr viel drin zu sein, in den ganzen Geräten hier. Gut. Die Frage ist, wohin? Doch, die Treppen hoch. Du Sch... Ich hasse die Bastarde. Ich hasse sie.
Verpiss dich. Wo? Verpiss dich einfach. Wo bist du? Da. Komm her. Boah, wie sehr ich diese Spasten hasse. Ja, jetzt hat mich die Kamera gesehen. Verdammte Scheiße. Ich hasse Kameras. Wenn ich eine Sache in diesem Spiel hasse, dann sind das Kameras. Fuck. Soll ich hier gerade ausgehen? Oh. Okay. Ich habe gar nicht gesehen, dass da was war. Dank der Möglichkeiten genetischer Veränderung ist Schönheit nicht länger ein Geschenk oder ein Wunschtraum. Sie ist eine moralische Verpflichtung. Zwingen wir etwa die Gesunden, bei den Infizierten zu leben? Mischen wir Kriminelle mit Rechtschaffenen? Also, warum dürfen dann die Gewöhnlichen die Welt der Schönen betreten? Ich will nicht... Es ist ein kranker Typ. Es ist ein kranker Typ. Der Typ ist krank. Was ist das? Ethics are moral imperative. Okay. Von mir aus. Wenn der Typ meint. Oh, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Nein, 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 nein. Okay, das ab. Oh, der steht da jetzt oben. Oh, oh, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Gott mag keine Brückeberger. Das Blei verlässt das Krachen an der Weste. Es ist nicht leicht, hier unten an Sprengstoff zu kommen. Aber wenn du ein Telekinese-Plasmid in die Finger kriegst, könntest du diese verdammte Bombe fangen, sie ihm wieder an den Kopf werfen oder sonst was wegspringen, das dir im Weg steht. Ja, wir müssen Telekinese finden. Die Frage ist nur, wo ist das? Das ist eine gute Frage, ich weiß das gar nicht mehr. Aber irgendwie schätze ich... Hallo, wie geht's dir, mein Freund? Und dir? Na, lang nicht mehr gesehen. Mensch. Hättet ihr mir doch wenigstens Bescheid gesagt. Hilfe. Ganz da hinten. Oh, oh, ich hab... Ich hab keine Impfspritzen mehr. Oh, das ist unschön. Das ist Spezialmunition. Ja, ich weiß, ich hab gekauft. Oh, shit. Ich hab die Befürchtung, es ist hier. Wo wir eben gegen den anderen Typen ge... Oh, eine Impfspritze. Ja gut, ja dann. Turmband. Picasso! Ah! Als Picasso die Porträtmalerei zu eintönig wurde, hat er die Menschen durch Würfel und andere abstrakte Formen dargestellt. Man nannte ihn ein Genie. Meine gesamte Laufbahn als Chirurg verbrachte ich mit den gleichen langweiligen Formen, wieder und wieder. Die begradigte Nase, das markante Kinn, die wohlgeformten Brüste. Wäre es nicht wunderbar, wenn ich das, was der alte Spanier mit dem Pinsel tat, mit dem Messer tun könnte? Ich hasse Kameras. Ich hasse Kameras. Ich hasse Kameras. Und da sind sie schon. Da sind sie schon. Oh Gott. Oh Gott. Geht mir aus der Sonne. Du auch. Danke für die Spritze, mein Freund. Oh. Ein Parasit treibt sich herum. Abfackeln. Wir bauen unsere Stadt wieder auf. Doch die Zweifler schicken jemanden her, der unsere Arbeit sabotieren soll. 1000 Adam für denjenigen oder diejenige, die ihn zur Strecke bringt. Na gut, abfackeln ist zwar jetzt nicht das, was wir eigentlich wollten. Wir wollten ja eigentlich Telekinese, aber... Aber hey, abfackeln. Die Spritze. Gut, dann holen wir uns mal abfackeln. Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglut. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. Okay, wir können abfackeln.
wollte. Hallo. Burn. Mensch. Alle Wege in Rapture führen zu Ryan. Sicherheitssystem, die Splicer, die Big Daddies, die Little Sisters. Er reichert die Luft hier mit Duftstoffen an. Die werden Pheromone genannt. Dadurch tanzen sie alle nach seiner Pfeife. Ja, er tut mir leid, mein Freund, aber ich komme hier gerade nicht raus. Egal. Schalalala, everybody's happy. Okay. Mensch. Ja gut, wenn hier ein Verbandskasten drin ist, kann ich gerade meinen benutzen. Ja, das funktioniert schon. Jetzt würden wir eigentlich an der einen Tür vorbeikommen, die eingefroren war. Wo war die denn nochmal? Hier. Seh mal eine an. Bleibe erstmal beim Electro. Wo kommst du her, meine Schöne? Meine richtig Schöne. Ja, das Beste. Oh ja. Oh, okay. Trink mal einen Whisky. Ihr habt Bock auf einen Whisky? Ich hab Bock auf einen Whisky. Okay. Hilfe! Da ist das Selbstschussgerät! Nein, ihr bringt mich nicht um. Ich bring mich selber um. Hey. Wer will das nicht? Wo starte ich denn jetzt wieder hier? Wo bin ich denn jetzt? Will ich? Ich bin ganz am Anfang. Der Parasit hasst drei Dinge: den freien Markt, den freien Willen und. Ich bin ganz am Anfang. The fuck? Okay. Danke für nichts. Oh, hier ist ein. Oh, das hab ich voll übersehen. Ich bin schön. Jawohl. Sieh mich an. Was könnte man an mir noch besser machen? Durch Adam und mein Skalpell habe ich mich verwandelt. Aber gibt es nicht vielleicht doch noch eine Steigerung? Was ist, wenn ich zwar etwas noch Vollkommeneres erschaffen könnte, meine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht? Aha. Ja, Mensch. Hallo, Licht an! Okay. Du hast dein erstes Technik-Tunikum erhalten. Technik-Tunikum verbessern deine Fähigkeiten zu hacken oder Maschinen zu benutzen. Sie werden besonders von Plasmiden und anderen Tuniken-Typen. Verringert den Schwierigkeitsgrad beim Hacken von geschützten Bots und Kameras. Okay. Nehme ich an. Hier auf der anderen Seite ist jetzt nichts, ne? Nee. Hallo! Wo kommst du her? Wir kennen uns noch nicht. Willst du dich nicht erstmal vorstellen? Ich bin der Orfi. Wer bist du? Ja, ich bin so ein richtig netter Dude. Du lebst. Nicht mehr. Achso, kann ich das hier schon einsetzen? 0451. Oh, ho, ho, ho. Oh, das sieht doch schön aus. Autohacker, Eve-Spritze, Schrot, MG-Patronen. Mensch. Nice. Vielen Dank. Hier war sonst rein gar nichts mehr. Hier sind Safe.
fucking sake. Aber den zu hacken. Das soll ich mal probieren. Ah, ich hab da einen Auto-Hacker. Warum setze ich den nicht eigentlich mal ein? Bei einem Safe kann man das ja mal machen. Ey, ich finde hier aber mega viel Schrot und habe noch nicht mal eine Schrotflinte. Ob das so gut ist, ist eine andere Frage. Ich meine, wenn ich es immer habe, dann habe ich auf jeden Fall schon mal genug Muni. Hallo! Wie geht's dir? Aber wo zur verfickten Hölle muss ich hin? Ich glaube, ich habe eine Ahnung. Ich glaube, ich habe da eine Ahnung. Ich glaube nämlich, ich muss jetzt die Treppen runter und unten war auch irgendwas mit Eis. Hahaha! Ah, ich bin einfach der Gott. So! Halt! Nein, nicht schon wieder einer. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Hier haben wir eine Tür. Hier haben wir eine Leiche. Alter! Eine Schrotflinte! Ja! Licht. Licht. Dankeschön. Besseres Licht sogar als vorher. Vielen Dank. Hilfe! Ich wollte doch nur Licht! Hilfe! Alter! Alter! Lad schneller nach, lad schneller nach. Nein! Ah, die letzte bringt mich um. Oh, natürlich. Hey, da will ich jetzt aber wieder hin. Bin ich? Ah, ich bin direkt hier. Ah, das ist cool. Oh, lad schneller. War's das jetzt mal? Dankeschön. Alter, leckt mich am Arsch. Okay. Jetzt habe ich aber wieder voll die Orientierung verloren, aber hier liegt irgendwas. Ein Tango, das hören wir uns noch an. Im Gefangenenlager musste ich genetische Versuche an anderen Häftlingen durchführen. Sie nannten mich das Wunderkind, die Deutschen. Die konnten nur an eins denken, an blaue Augen und die Form der Stirn. Mich interessiert nur, warum der eine stark geboren wird und der andere schwach. Der eine schlau und der andere dumm. Bei den ganzen Morden, die die Deutschen verübt haben, sollte man doch meinen, dass sie wenigstens etwas Nützliches erforscht hätten. Okay, ich habe, glaube ich, die Orientierung gerade wieder ein bisschen gefunden. Es wäre viel zu viele Wege. Ich beende den Part einfach mal hier und wir gucken beim nächsten Part, wo wir lang gehen. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir ja, ganz gut. Wir haben Abfackeln gefunden, das ist ja schon mal eine Menge. Ich benutze es zwar nicht oft, aber kann man mal benutzen, wenn man Bock hat. Und ja, wenn es euch gefallen hat, schaltet im nächsten Part wieder ein. Das würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin, tschüss.